Dieses Video stellt Ihnen die grundlegenden Objektiveigenschaften vor. Es sind dies die Brennweite, der Bildwinkel und die Lichtstärke. Die Brennweite entspricht der Bildweite bei der Einstellung auf unendlich. Es gilt, dass die Summe der Kehrwerte von Gegenstandsweite und Bildweite gleich dem Kehrwert der Brennweite ist. Daraus ergibt sich die Abbildung bei natürlicher Größe, wenn Bildweite und Gegenstandsweite das Doppelte der Brennweite betragen. Der Bildwinkel hängt direkt von der Brennweite sowie von der Sensorgröße ab. Ein Normalobjektiv, das Motive mit einer natürlichen Perspektive wiedergibt, wie wir sie sehen, hat eine Brennweite, die ungefähr der Formatdiagonale entspricht. Bei Kleinbild haben sich 50 mm als Standardbrennweite etabliert. Die Lichtstärke ist das Öffnungsverhältnis von Blendendurchmesser zu Brennweite. Es entspricht dem Kehrwert der Blendenzahl, wenn man es genau nimmt. Häufig wird das aber auch weggelassen und einfach nur die Blendenzahl genannt. Eine kleinere Blendenzahl bedeutet eine größere Öffnung und somit eine höhere Lichtstärke. Hier zwei Beispiele. Ein sehr lichtstarkes 35 mm Weitwinkelobjektiv mit einer 25 mm großen Öffnung hat die Lichtstärke 1:1,4. Ein immer noch ziemlich lichtstarkes Teleobjektiv mit 600 mm Brennweite und 15 cm Öffnung hat eine Lichtstärke von 1:4. Daran sieht man, dass gerade bei sehr langen Brennweiten die Frontlinsendurchmesser riesig werden, um eine hohe Lichtstärke zu erreichen. Die Lichtstärke ist also konstruktiv begrenzt.